Und man kommt dann, ja, das ist für die Telefonie früher insbesondere wichtig gewesen, zu so einer Hierarchie. Man kann nämlich ja, hier in so einer Gruppe von 60 bis 108, Entschuldigung, 48 Kilohertz breiten Gruppe von 60 bis 108 Kilohertz in dem Kabel drin, 12 solche 4 Kilohertz Kanäle haben. Und die kann man wieder, so wie sie sind, nehmen. Und das ist jetzt noch ganz schön an diesem Frequenzmultiplex-Schema. Die kann man nehmen und mehrere von denen, hier im Beispiel 5, wieder auf unterschiedliche Trägerfrequenzen aufsetzen. Jetzt hat man eine größere Gruppe mit 60 Kanälen und dann nochmal 10 davon, jeweils auf eine andere Trägerfrequenz und so weiter. Wenn man jetzt eine Leitung hat mit bestimmten Eigenschaften, Koaxialkabel oder so ähnlich, dann kann man dieses Gesamtsignal wieder filtern, um zum Beispiel diese Übergruppe herauszuholen, wieder ins Basisband zurücksetzen, und nach mehreren Schritten kommt man dann individuell an die einzelnen Kanäle ran. Also diese Gruppeneigenschaft, diese Umsetzung, dass man zum Beispiel auch so eine Gruppe nehmen kann aus zum Beispiel Signal rausnehmen kann, indem man hier das natürlich dann hierarchisch wieder zerlegt und auf eine andere Frequenz umsetzt. Das ist eigentlich eine ganz schöne Eigenschaft. Was hier nicht gefällt, ist natürlich dass man, wenn man, sagen wir mal, hier 5 solche Übergruppen hat, 10 solche Übergruppen zusammen hat und man will an eine Gruppe rankommen, dann muss man erst die Übergruppe rausfiltern, um dann die Gruppe bekommen zu können und darin dann Zugang zu den einzelnen Kanälen zu haben. Wir werden gleich auch noch sehen, wie man in der digitalen Domain, also was im digitalen Multiplex-Schemata versucht, oder dass es da Methoden gibt, dass man auch ganz gezielt an einen einzigen Kanal rankommt und nicht erst so hierarchisch demodulieren muss. Aber dazu gleich. Ein wichtiger Schritt in der Geschichte der Telefonie war übrigens, hier oben sehen Sie solche Schemata, wie das übertragen wurde auf Koaxialkabeln, alle 1,5 Kilometer Verstärker. Da kommt man dann zum Beispiel 13.200 Telefonate auf so einer Hauptstrecke übertragen. Wichtiger Schritt war, damit man das über weite Distanzen übertragen kann und auch durch den Atlantik durch übertragen kann, am Telefonkabel, dieser Gegenkopplungsverstärker, der vor irgendwann im letzten Jahrhundert erfunden worden ist. Ich weiß es eigentlich nicht mehr genau wann. Müsste man nochmal nachschauen. Ich kann ja auch mir hier noch einen Link reinpflegen. Ja, als nächstes möchte ich Sie darauf hinweisen, eigentlich ein bisschen darüber sprechen, dass es für Lichtleiter natürlich was Ähnliches gibt. Genauso wie wir hier eine blaue Taschenlampe und eine blaue, eine grüne und eine rote Taschenlampe hinlegen können und die irgendwo hinleuchten lassen können, vielleicht auch so parallel leuchten lassen können. So. Oder noch eine gelbe dazu. Können wir auch in so einem Glasfaserkabel, in einer Glasfaser, mehrere Wellenlängen betreiben. Sie sehen hier so eine typische Glasfaser, ich habe es mal aufgeschrieben, mit der Wellenlänge von 1,55 μ zum Beispiel auf 0,2 Dezibel Dämpfung pro Kilometer, also gar nicht viel. Da kann man 250 Megabit übertragen zum Beispiel. Mit den Weiterentwicklungen, die es so über die Zeit immer gibt, kann das natürlich auch schon noch ein bisschen mehr werden. Jetzt gibt es mittlerweile Laserdioden, die man sehr gut tunen kann. Also tunen im Sinne von einstellen, welche Wellenlänge sie produzieren soll, Licht mit einer bestimmten Wellenlänge, und die auch ein sehr schmales Spektrum haben.
Und deshalb kann man diesen Bereich, in dem wir hatten darüber gesprochen bei den Kanaleigenschaften, der war ja, gehen wir nochmal zurück, wenn es jetzt ein bisschen flinker gehen würde, wäre es gut. Hier, in diesem Bereich, ne, der 3 Terahertz breit ist, so um die 1,55 μ herum, wenn man da Laser hat, die man gut einstellen kann auf ein schmales Band, dann kann man ja hier auch unterschiedliche Wellenlängen übertragen, unterschiedliche Bänder haben. Und jetzt gehe ich wieder möglichst schnell hierhin zurück. Fast da. Hier. Wenn wir also sehr schmales Spektrum haben, was so eine Laserdiode erzeugen kann, und wenn wir die auf verschiedene Wellenlängen einstellen können, dann können wir mehrere Lichtwellen unterschiedlicher Frequenz auf so einem Kabel, einem Glasfaser, gleichzeitig übertragen. Ja, ich habe dann das versucht hier hinzuzeichnen. Wir haben also hier da lila Licht und hier haben wir blaues und hier haben wir grünes und hier haben wir rotes. Man nimmt natürlich nicht wirklich die Farben in dieser Art, sondern das sind dann halt feine Unterschiede zwischen den Farben. Theoretisch stehen da so ungefähr 25 Terahertz zur Verfügung, 3 Terahertz, wo man ganz wenig Dämpfung hat, und ja, so 25 Terahertz ungefähr, wo man ein bisschen mehr Dämpfung hat. Das kann man aber natürlich, wenn man hier, das versucht hier anzudeuten, wieder diesen Erbium-Ionenverstärker einbaut, über den wir gesprochen haben, mit diesem Pumping-Laser, dann kann man das hier wieder nach 25, 30, 50 Kilometern, je nachdem, wie man es braucht, verstärken. In so einem 25 Terahertz-Band kann man mit den Laserdioden, die man herstellen kann, so ungefähr 1000 Kanäle, 1000 unterschiedliche Kanäle, 1000 unterschiedliche Frequenzen und damit 1000 Kanäle veranstalten. Wenn man das hier elektronisch regenerieren würde, also hier demodulieren, das Signal, das elektronische Signal wiederherstellen und dann wieder modulieren, dann müsste man das für jede Wellenlänge einzeln machen, und spätestens jetzt ist es nicht mehr ökonomisch, deshalb kommt da der optische Verstärker gerade gut zur Geltung. Also mehrere Wellenlängen auf einer Glasfaser multiplexen, und man nennt das Wavelength Division Multiplex. Da gibt es auch noch Varianten mit Dense Wavelength Division Multiplex, also sagen wir eher Bezeichnungen, dass je besser man diese Dioden bauen kann, wenn die ein ganz schmales Spektrum produzieren mit der nötigen Leistung, die man braucht für die Distanz, dann kann man eben sehr viele Kanäle in der Glasfaser haben. Jetzt haben wir aber natürlich noch an den Enden der Glasfaser ein paar Probleme zu bewältigen. Und das Problem ist insbesondere, dass man ja hier jetzt viele Laser braucht. Jede von den Lasern muss so einen Intensitätsmodulationsstrom erzeugen. Ein Aus- bzw. viel Licht, wenig Licht, mittel viel Licht, kommt ja auch darauf an, wie, ob wir eine dreiwertige Kodierung haben oder eine zweiwertige. Ja, wir haben also hier diese vielen Laser und dann hier noch ein Stück Glasfaser zu diesem passiven Sternkoppler. Das kann man sich zum Beispiel auch als Prisma vorstellen. Dann haben wir hier die Hauptglasfaser, die über die lange Strecke überträgt, mit optischen Verstärkern drin eventuell. Und dann haben wir hier wieder einen optischen passiven Sternkoppler, der die Frequenzen in zerlegt zum Beispiel oder einfach nur verteilt auf diese Filter hier, und die filtern dann ein ganz schmales Wellenlängenband heraus, also ein schmales Frequenzspektrum. Ich habe das versucht hier auch mit den Farben anzudeuten.
Was ich jetzt ein bisschen komisch finde, ist, dass das hier lila ist und das hier blau ist. Denn eigentlich sollte das dann auch blau sein. Ich glaube, da muss ich nochmal die Zeichnung reparieren. Ja, hier hinten gibt es dann den Detektor, der die Demodulation vornimmt und wieder Bits produziert. Ich habe hier noch hingeschrieben, die Wellenlängenunterschiede bzw. der Zwischenraum zwischen den einzelnen Wellenlängen, das sind dann so 50 bis 500 GHz, je nachdem, wie gut man diese Laserdioden hinkriegt, diese Injection Laser Diodes hier doch Laserdioden hinbekommt, wie gut man die erzeugen kann. Dann kann man die Kanäle enger zusammenrücken eventuell. Das zweite, was man lösen möchte, ist, dass man Pulsraten, sehr hohe Pulsraten haben möchte. Also dazu braucht man natürlich solche Laserdioden, die das Licht in einem schnellen Takt ein-ausschalten können. Bei Datenraten von 100 Gigabit, die man ja eigentlich gerne hätte auf solchen Hauptverbindungsleitungen. Auf solchen Hauptleitungen, da reichen eventuell der Pulstakt, die Frequenz, mit der man so eine Laserdiode ein-ausschalten kann oder auf verschiedene Intensitäten schalten kann, nicht aus. Und was man dann macht, wenn man zum Beispiel 400 Gigabit pro Kanal erzielen möchte, ist, dass man hier zunächst mal einen Pulstakt erzeugt mit einem Laser in einer bestimmten Wellenlänge. Und dann teilt man das hier auf drei Ausgänge, in wieder so einem passiven Sternkoppler, Prisma oder sonst was. Und was man, ja, dann möchte man diese Takte, wir haben ja jetzt hier drei schwächere hier anliegen, die Energie, die wird hier aufgeteilt, hier auf die drei Ausgänge, drei schwächere solche Pulstakte mit, großem Zwischenraum, sagen wir mal. So flink, wie es der eben herstellen kann. Wenn wir hier an dieser Stelle hier ein paar, Schlaufen, einen längeren Weg Glasfaser haben und hier einen noch ein bisschen längeren Weg Glasfaser dazwischen. Hier geht es also direkt weiter. Hier haben wir ein paar Schlaufen, hier sagen wir mal zwei und hier haben wir vier Schlaufen oder so ähnlich. Wenn wir dann hier zu diesem Zeitpunkt die Pulse anschauen, stellen wir fest, dass die leicht verschoben sind. Klar, hier drin gibt es ja eine Laufzeitverzögerung. Delay Line haben wir hier. So, jetzt haben wir also hier eine leichte Laufzeitverzögerung und einzelne Pulse. In diesen optischen Schaltern können wir die Pulse ein-ausschalten. Wir modulieren also zum Beispiel hier 1, 0, 1. Hier modulieren wir 1, 1, 0 und hier 0, 1, 0. Jetzt haben wir hier an dieser Stelle verschoben zueinander, ich meine, das ist das erste Bit, das zweite, das dritte, oder vielleicht sagen wir, das ist das erste, das zweite, das dritte, das vierte, das fünfte, das sechste, das siebte, das achte, das neunte Bit, so herum. Jetzt haben wir die also hier verschoben gegeneinander. Jetzt schalten wir sie ein aus, je nachdem, ob es ein Nuller oder Einser sein muss. Hier hatten wir einfach nur 9 Einser hintereinander. Jetzt fassen wir die hier wieder zusammen und dann sehen wir, hier haben wir einen Puls, hier haben wir einen Puls. Hier haben wir keinen, also eine Null. Dann haben wir hier 0, 1, 1, 1, 0, 0 und hier an dieser Stelle mit diesem passiven Sternkoppler wieder werden die drei unterschiedlich verzögerten Leitungen, Impulszüge zusammengefasst und wir haben jetzt hier das endgültige Ausgabesignal wieder zusammengefügt. Oder nicht wieder, sondern erstmalig zusammengefügt. Durch diese unterschiedlichen Delay-Leitungen. Die müssen natürlich genauso ausgemessen werden, dass hier der Takt stimmt. Also so kann man Pulsströme erzielen, die eine höhere Rate haben
als das, was die Laserdioden produzieren können. Man braucht eigentlich hier irgendwelche optischen Ein-Ausschalter, die schnell genug sind, aber ja, die kann man wohl herstellen. Jetzt haben wir also verschiedene Wellenlängen mit entsprechend hohen Pulstakten. Und ich komme hier unten bei den experimentellen Resultaten, da muss ich noch was anfügen, mit unterschiedlich hohen Pulstakten. Und jetzt muss man sich überlegen, das ist ja auf einer Leitung, auf so einer Hauptleitung. Jetzt kommen die irgendwo an. Also ich habe hier die Leitung und da habe ich viele verschiedene Wellenlängen drauf. Ich mache es wieder so bunt, nur um klarzumachen, dass ich da verschiedene Wellenlängen habe. Das Problem, was ich jetzt aber irgendwie noch zu lösen habe, das ist, dass ich an so einer Vermittlungsstelle oder sagen wir mal einer Aufteilungsstelle gerne hätte, dass der rote Strom hier hingeht, der grüne hierhin und der blaue und der gelbe zum Beispiel zusammen weiter. Eventuell, wenn von hier aus was kommt und von hier aus was kommt, will ich auch erreichen, dass der gelbe, der hierher kommt, hier weitergeht. Ich male es jetzt mal so. Und dass der blaue, sagen wir lieber der grüne, der hierher kommt, hier weitergeht. Also ich möchte so eine Verteilungsfunktion. Dazu muss man natürlich hier die Ströme, die hier ankommen und hier ankommen und hier ankommen, irgendwie auch zerlegen in die einzelnen Wellenlängen. Da gibt es zum Beispiel solche passiven Wellenlängenrouter. Das gibt es 2, 3 Techniken, wie man das machen kann. Ich glaube jedenfalls mindestens 2. Man kann das irgendwie als Prisma ausgestalten oder auch versuchen, nicht versuchen, sondern da gibt es auch sonst was anderes, Wave Grade oder so ähnlich heißt es. Ich muss nochmal nachschauen, das sollte ich vielleicht hier auch noch eintragen, mit denen man sowas erzielen kann. Bei so einem passiven Device muss man also hier, sagen wir mal, kommen die auf der Leitung A, die Wellenlängen Lambda 1, Lambda 2, Lambda 3 und Lambda 4. Und so ein Passiver, der verteilt das natürlich irgendwie starr. Der beugt also das, zum Beispiel das orangene Licht hier, Lambda 2 hier runter, Lambda 1 lässt er geradeaus durch, Lambda 3 beugt er hier hin, Lambda 4 beugt er hier hin. Und hier an diesen Stellen muss man das dann, wird das dann hier in diese Lichtleiter eingefügt. Genauso hier das Lambda 2, das geht jetzt auch wieder starr rot geradeaus, orange ein bisschen nach unten, grün mehr, blau ganz nach unten, wenn man das richtig ausführt, dann kommt das Blau eben hier oben rein und so weiter. Sie sehen, wie dann also die hier nach einem starren Schema in diesem Gerät verteilt wird. Wenn man jetzt also ein Signal hat, was hier bei diesem Eingang A raus soll und hier unten bei dem Eingang rein soll und bei dem Ausgang hier raus soll, da muss man die richtige Wellenlänge verwenden, weil das Schema ja bezüglich der Wellenlänge starr ist. Muss man also das Signal, was hier ankommt und hier weiterverteilt werden soll, das muss man auf die entsprechende Wellenlänge, die eben hierhin gebeugt wird, verschieben. Ich habe jetzt hier für das Wavelength Division Multiplex ein paar Zahlen aufgeschrieben, was man so erreichen kann oder erreicht hat in der Vergangenheit, zum Beispiel 1,1 Terabit über 150 Kilometer transportieren auf einer in Anführungszeichen normalen Glasfaser, also 20 Gigabit Kanäle hat man da genommen und zwar 55 Stück, oder schon 1997 2,6 Terabit, wieder so 20 Gigabit Kanäle, 126 Stück. Das sind hier auch kleinere Distanzen. Hier auf einer großen Distanz 100 Gigabit über immerhin 9000 Kilometer. Ich habe beim Vorbereiten noch nachgelesen, ich habe den Zettel eigentlich dummerweise in meinem Büro vergessen, das muss ich auch noch hier einfügen, dass jetzt gerade vor
ein paar Wochen so ein neuer Rekord aufgestellt wird, so in der Größenordnung von 50 Terabit über ein paar hundert Kilometer. Ich muss das eigentlich noch nachtragen. In Deutschland hatte bis vor, irgendeine Universität in Deutschland hatte bis vor, ja, so um die Jahreswende rum, 2012, 2013, einen Rekord von, ich glaube, 30 Terabit oder so bis ähnliches gehabt. Muss aber nochmal nachgucken. Also das sind so die Größenordnungen, über die man da sprechen kann. Kommerziell, ja, kann man schon lange sowas kaufen, mittlerweile auch diese Größenordnung. Was immer noch zu lösen ist, ist die dynamische Vermittlungstechnik. Das ist ja hier so eine starre Vermittlungstechnik. Was immer noch zu lösen ist im Sinne von, ich muss noch kurz erwähnen, wie es geht. Mit Prismen kann man das Licht, das ankommende Licht ja in die Einzelwellenlängen ja, räumlich aufteilen. Also, Prisma sorgt ja eben gerade dafür, dass das ankommende weiße Licht zerlegt wird in die Spektralanteile. Nein, nicht ganz so, aber Sie haben es alle mal im Physikunterricht in der Schule gesehen. Ne? Das ist ja irgendwie ein Versuch, der gern gemacht wird. Hier irgendeine Lichtquelle, hier hinten eine Leinwand, dazwischen ein Prisma und schon sieht man die einzelnen Farben. Also mich hat das als Schüler durchaus beglückt. War auch so schön dunkel im Physiksaal da. Ja, nachdem man das jetzt hier zerlegen kann und natürlich auch wieder zusammenfassen kann, andererseits. Aber man möchte es ja eben in den Ausgängen. Hier haben wir auch nochmal irgendwelche Prismen an den Ausgängen. Ja, da müssten wir dafür sorgen, dass das hier also dass die hier vernünftig an die Ausgänge verteilt werden. So wie man es haben möchte, und zwar dynamisch. Und die Idee ist, wir brauchen irgendwie so einen Spiegelmechanismus. Wenn wir das Rote hier auf den richtigen Spiegel treffen lassen, dann kriegen wir die Wellenlänge hier unten raus. Und wenn wir diesen Spiegel verstellen, 5 Minuten später wollen wir die Wellenlänge woanders rauskriegen und wir verstellen den Spiegel. Ich male das mal jetzt hier so weg. So. Jetzt muss ich hier mit der Kreide da reinpfuschen in das Gewischte. Ich stelle den Spiegel hier so flacher. Dann wird das hierhin reflektiert auf wieder den Spiegel und den stelle ich jetzt zum Beispiel so und dann geht es hier hin. So, und jetzt habe ich hier noch einen passenden Spiegel. Ne? Zack. Und es geht hier rein. Wenn ich das kann, brauche ich Spiegel, die man verstellen kann. Haben Sie schon mal von solchen Geräten gehört, die solche verstellbaren Spiegel haben? Elektronisch verstellbarer Spiegel? Ich gebe noch einen Tipp. Es gibt hier so ein Gerät mit elektronisch verstellbaren Spiegeln. Da. Naja, manche von den Beamern haben sowas. Der vielleicht auch. Das sind diese Digital Light Processing Beamer. Und deren Chips, die, naja, da ist so ein, ich male das jetzt hier per Hand, die Bilder, die ich mal habe, vielleicht gucken wir mal, vielleicht nützt ja dieser Link hier. Ich hatte da in der Vorlesung, als sie noch nicht so einfach im Internet rumlag und nicht als iBook zu haben war, da hatte ich die Bilder da direkt drin, aber das geht ja nicht mehr, die gehören ja jemand anders. Deshalb kann ich Ihnen hier nur die Webseite zeigen, aber das ist jetzt irgendwie, bin ich irgendwohin abgeworfen worden. Nee, das ist nicht das Richtige. Der funktioniert offensichtlich nicht mehr richtig, der Link. Da waren jedenfalls vernünftige Bilder. Ich zeichne es Ihnen so auf. Was ich brauche, ist so ein, was auch da drin ist, ist so eine Art Chip. Diese Dinger, die heißen Micro Electromechanical Systems. Viele kleine Spiegel auf so einem Chip drauf.
Stellen wir uns mal vor, wir haben hier so Spiegel und die sind beweglich aufgehängt. Und die kann ich in zwei Dimensionen, da braucht man noch so einen äußeren Ring hier, in zwei Dimensionen verstellen. Man kann also den Spiegel, ich nehme jetzt mal hier das Gerät, das ist einerseits in dem inneren Ring hier aufgehängt, das heißt, sagen wir mal hier und hier, so, ich mache mal meine Finger als Gelenk, ne? Dann kann man das ja so verteilen, so drehen, den Spiegel. Und wenn man jetzt die äußere Aufhängung auch nochmal, wie mache ich das jetzt, in so einem Gelenk drin hätte, dann könnte ich es so kippen. Ja? Wir brauchen also so eine Aufhängung, dass man das in zwei Richtungen kippen kann. Und von diesen kleinen Spiegelchen, die so einen Doppelring haben, da müssen wir jetzt viele auf den Chip integrieren. Man kann tatsächlich solche Microelectromechanical Systems herstellen mit Tausenden von Spiegeln. Eine Million Spiegel auf so einem Chip drauf. Ja, diese DLP-Chips, die haben genau sowas, denn hier in dem Beamer habe ich ein ähnliches Problem. Ich habe eine Lichtquelle und ich muss diesen Lichtstrahl, je nachdem, ob das hier schwarz ist oder blau oder weiß, durch die Linse rauslassen oder irgendwo ins Off spiegeln. Ne? Hier im Gerät in irgendeine schwarze Oberfläche, wo es absorbiert wird. Also ein Teil der Lichtenergie überall da, wo schwarz ist, werden diese drei Lichtstrahlen, rot, grün und blau, ins Schwarze gelenkt, also in dem Beamer irgendwo abgelenkt, wo wir sie nicht sehen. Und wenn es weiß ist, wird das rot, grün und blau nach vorne durchgelassen, durch die Linse, mit diesen Digital Light Processing Chips. Und das sind so, ja, die, da kann man dieselben oder ähnliche verwenden. Jeder Spiegel ist individuell ansteuerbar und man sorgt jetzt dafür, dass das also in Spektren zerlegte Licht mit mehreren solchen Chips in der richtigen Richtung verteilt wird. Man kann das, diese Chips mit solchen, ja, bis zu Millionen von kleinen Spiegeln in einem Verfahren herstellen, das so ähnlich ist wie die Halbleiterproduktion, also Produktion von Prozessorchips oder RAM. Da gibt es auch mehrere so Ätztechniken. Da muss man dreidimensionale Strukturen dann da drauf ätzen. Da kann man Gelenke ätzen und kleine Magnete reinätzen und so weiter. Und naja, die Spulen für die Magnete und all diese Dinge kann man da reinätzen, sodass man in mikroskopisch feinen Strukturen, sodass man zum Beispiel diese Spiegel produzieren kann. Ich gehe jetzt doch nochmal schauen, ob ich hier beim Suchen einfach hier was Passendes finde. Na, nehmen wir mal die Wikipedia, vielleicht finden wir da noch ein schönes Bild. Nee, da gibt es eben gerade auch keine schönen Bilder. Die schönen Bilder, die es gibt, die gehören in der Regel den Herstellern und die darf man nicht so einfach verwenden. Und die haben das unter einem Elektronenmikroskop. Hier sehen wir sowas produziert. Ne? Hier sehen Sie so Feinstrukturen. Gehen wir mal hier hin. Feinstrukturen, hier sehen wir irgendwie ein Zahnrad oder sowas, das auf das Silizium drauf aufgetragen worden ist. Also flache Oberfläche, beschichten die Oberfläche, dann kommt eine Maske drüber, wird das mit Licht bestrahlt, die Teile, die Licht gekriegt haben oder kein Licht gekriegt haben, werden in einem anschließenden Säurebad, je nachdem wie die Technik aufgebaut ist, weggeätzt. Und das, was belichtet ist, zum Beispiel, bleibt stehen. Und dann hat man schon mal eine Schicht von Struktur und dann muss man das nochmal beschichten. Und dann kommt eine andere Maske drauf und dann wird nochmal geätzt. Und so kann man dann so, ja, auch solche Zahnräder da anbringen.
das. Hier sehen Sie wieder so ein Bild. Da braucht man natürlich das entsprechende Mikroskop, damit man diese da reingeätzten Strukturen auch erkennen kann. Die sind mikroskopisch klein. So, falsch. Hierhin wollte ich wieder. Also mit solchen Micro-Electromechanical Systems, muss dann auch noch hier für die Unterlagen eine schöne Zeichnung machen, bloß damit man das so einen 2D-Effekt hinkriegt, muss ich wahrscheinlich doch einen Tag lang daran herumzeichnen, bis es wirklich gut ist. Also pro Signal braucht man eine Wellenlänge und wir brauchen 1, 2, 3, 4 oder so Spiegel in dieser Vermittlung, die wir einstellen können, damit wir das beim passenden Ausgang hinausbekommen. Das Signal. Das, naja, zu dieser halbwegs aktuellen, Bemerkung zu diesem Thema optische Datenübertragung und optische Cross-Connects. Den Begriff Cross-Connect, den werden wir dann heute auch nochmal vorbeikommen. Zunächst möchte ich den Begriff Zeitmultiplex noch anständig einführen. Ich habe es ja schon gesagt, Zeitmultiplex auch hier im Hörsaal, wenn ich fertig bin, kommt der Nächste mit der Vorlesung. Bis der Abend vorbei ist und na, was wir hier multiplexen sind, 5-6 Sendungen im Hörsaal, 5-6 Vorlesungen. Wir wollen hier in so einem Zeitschlitzschema ja, eigentlich Sekunden verteilen. Sekunden in kurze Zeitstücke aufteilen. Time Division Multiplex, diesen Begriff TDM, den liest man natürlich immer wieder. Auch beim Mobilfunk, naja, das sind ja diese Multiplex-Schemata, die man benutzt, entweder dieser Code Division Multiplex, bei dem wir schon mal kurz vorbeigekommen sind, da dieses Direct Sequence Spread Spectrum, oder eben der TDM Time Multiplex. Und dann gibt es noch das Wavelength Division Multiplex. Und dann gibt es noch den Frequenz Multiplex. Also es gibt verschiedene Arten, Multiplex zu veranstalten. Häufig werden sie eben auch kombiniert. Beim Time Division Multiplex, dann nehmen wir also eine Zeiteinheit und teilen die auf in Zeitschlitze. So wie das hier bei der Vorlesung ist, jedem wird gesagt, erster Zeitschlitz, zweiter Zeitschlitz, dritter Zeitschlitz, vierter Zeitschlitz. Und da muss man seine Sendung in diesem Zeitschlitz, das was man zu übertragen hat, in diesem Zeitschlitz präsentieren. Absenden. Jetzt schauen wir uns mal an, hier an diesen beiden Zeichnungen, wie man das einfach elektronisch lösen kann oder digital elektronisch relativ einfach lösen kann. Dazu nehmen wir jetzt mal an, wir haben hier eine Menge 64-Bit-Signale. 32 solche 64-Bit-Signale. Sie könnten es auch die Zahlen, die Sie dann haben, mit 32 oder 256 oder sowas multiplizieren, dann funktioniert es schon auch noch. Aber wir nehmen jetzt mal einfach an, ich habe hier nicht mal was dazu geschrieben, hier unten kommt mal ein Takt. Wir haben jetzt also hier 32 64-Bit-Signale und 32 mal 64, ich kann es auswendig und ohne Taschenrechner, gibt 2 Megabit. Also 64 Kilobit, 32 mal, gibt 2 Megabit. Und wir brauchen jetzt hier so ein Gerät, in dem man diesen 64 Kilobit Strom und diesen 64 Kilobit Strom und diesen 64 Kilobit Strom und diesen 64 Kilobit Strom, hier kommen pro Sekunde 64.000 Bits an oder 8.000 mal 8 Bits, das kann man auch so betrachten. Das ist also diese 8.000 mal 8 Bit zum Zeitpunkt 1 hier auf die 2 Megabit Leitung draufgesteckt werden und dann zum Zeitpunkt 2 das hier, 3 das hier, 4 das hier und so weiter. Nach 32 Zeitschlitzen müssen wir wieder hier oben anfangen. Was wir also brauchen, ist irgendein Baustein, der hier jeweils 8.000 mal pro Sekunde 8 Bit empfängt und 8.000 mal pro Sekunde die 8 Bit wieder abschickt.
Aber dieses gelbe Schieberegister, das soll im 64 Kilohertz Takt reinschiften, und das hier soll im 2 Megahertz Takt rausschiften. Das können wir uns hier nochmal kurz anschauen. Das hier, dieses Register, dieses Schieberegister, an dem die Eingangsleitung hier anliegt, das wird mit einem Takt von 64 kHz betrieben. Also nach 8 solchen Takten ist das hier voll, nach einer 8000stel Sekunde, nach 125 Mikrosekunden ist das voll. Dieses Register, wenn wir 8 solche Takte haben, hier wird noch mitgezählt, wenn wir die 8 Bit drin haben, wenn es voll ist, werden die ausgelesen. Das wird hier durch diese UND-Gatter, die von dem Zähler eingeschaltet werden und wieder ausgeschaltet werden, kontrolliert in dieses Register hier hinein. Dieses Register, das ist ein Seriell-Parallel-Konverter und das ist ein Parallel-Seriell-Konverter. Also ein Schieberegister mit so einem Seitenausgang, ein Schieberegister mit einem Seiteneingang. Die Dinger gibt es zu kaufen für Centbeträge. Selbst diskret kostet das nicht viel. Also wenn Sie so einen kleinen schwarzen Chip, der sowas da hat, kaufen, ich glaube, die heißen 7439 oder so oder 138, das kostet ein paar Cent. Naja, wenn man einen kauft, vielleicht 30 oder so ähnlich, aber wenn man gleich einen Sack voll kauft, ein paar tausend oder so, dann kostet es nur noch ein paar Cent. So, jetzt haben wir hier an dem Takteingang von diesem Schieberegister einen 2 MHz Takt anliegen. Das läuft also ständig auf 2 MHz. Aber natürlich können wir den 2 MHz Takt nicht immer da anlegen. Wir haben ja nur 8 Bit erhalten in 125 Mikrosekunden. Die werden wir ja hier mit dem 2 MHz Takt viel schneller los. Also kommt das hier, dieser 2 MHz Takt, erstmal an so ein UND-Gatter. Und in das UND-Gatter kommt das Slot-Signal. Das Slot-Signal ist, dein Zeitschlitz ist gekommen. Also zum Zeitschlitz 1 kriegt der hier dieses Signal hier an das UND-Gatter, zum Zeitschlitz 2 der, 3 der und so weiter. Es liegt hier dann, wenn hier der 1er kommt, kommt hier der Takt, wir produzieren hier einen Takt und es wird mit 2 MHz Takt rausgetaktet auf diese Leitung. Nach 8 Bit, da braucht man natürlich auch wieder einen Zähler, wird das Slot-Signal wieder ausgeschaltet und an den nächsten angelegt. Und wenn der seine 8 Bit losgeworden ist, an den nächsten und so weiter, bis wir reihum sind. Wir haben also dann 32 mal 8000 solche, das sind die 2 MHz, und 32 mal wird umgeschaltet pro 125 Mikrosekunden, also pro 1/8000stel Sekunde. Auf die Weise kriegt man diese Signale hier, die 64 Kilobit Signale, hochgetaktet in den richtigen Zeitschlitz eingefügt. Und Sie sehen diese Schaltung hier, die ist natürlich relativ einfach. Also, Eingangssignale mit niedrigem Takt hier. Wir müssen irgendwie die Zeitschlitze zuweisen und das Entnehmen des langsamen Signals muss mit hohem Takt geschehen. Und wir haben diese Umschaltung hier von dem Slot-Signal von hier nach hier nach hier nach hier. Und dieses rosa Kasten soll bedeuten, dass das hier nochmal rausvergrößert ist hierhin, damit man es genauer anschauen kann. Also ein einfaches Beispiel für so ein starres Zeitmultiplex-Schema. Die Betonung ist hier bei starres Zeitmultiplex-Schema. Denn ich kann vielleicht noch flexibel diesem Gerät hier sagen, dieses Signal soll jetzt hier die Reihenfolge hier umschalten, also nicht mit der da,
im 1., der im 2., der im 3., der im 32., sondern vielleicht kann ich auch sagen, der im 17., der im 15. Da muss man halt dann noch ein bisschen Buch führen und das eventuell umschalten können. Also so halbstarr, man kann es vielleicht umschalten. Aber was man nicht machen kann, ist bei jedem Byte, was da kommt, das Umschalten. Das wollen wir bei diesem Zeitmultiplex-Schema nicht ermöglichen. Zusammen, also ist wieder zum Thema Telefonie, zusammen mit den Übertragungsleitungen, die wir auch von deren Leitungskodierung wir schon kennengelernt haben, dieses T1 bzw. E1, die benutzen diese AMI-Technik, die wir letztes Mal, Alternate Mark Insertion, die wir letztes Mal diskutiert haben. In so einem T1-Signal stecken 24 Telefonkanäle drin, mit 64 Kilobit zum Beispiel. Hier in einem E1-Signal 30 Kanäle plus ein Signalisierungskanal plus ein bisschen Synchronisierung. Kriegt man also 30 Kanäle übertragen in 2 Megabit. Und das hier, dafür ist auch mein Multiplexer-Beispiel passend. Die Modulation, über die haben wir schon letztes Mal gesprochen, die auch dafür sorgt, dass wir genügend Übergänge haben. Deshalb übertragen wir auch genügend Einsen, damit sich der Empfänger aufsynchronisieren kann. Deshalb kann man auf verdrillten Kupferadern betreiben, braucht man alle 900 Meter so einen Repeater. Die Repeater sind alle 900 Meter, weil das... Das ist ein Überbleibsel aus der Telefontechnik aus den 60er, 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Die Wartungslöcher, die Kanaldeckel sozusagen von der Telefongesellschaft, die waren 3000 Fuß in Amerika auseinander, und deshalb hat man die ganze Technik so eingestellt, damit man, wenn man 3000 Fuß solche nach 3000 Fuß solche Zugangslöcher hat, damit man da die Repeater einbauen kann. Deshalb bekommen dann eben entsprechend die 900 Meter raus für uns in Europa, die wir anders messen. Mit solchen Leitungen kann man also mit Multiplexern erreichen, dass man mehrere Sprachkanäle oder auch ein paar langsame Digitalkanäle auf so einer E1-Leitung multiplext, um Telefonie Zugang zu ermöglichen, hier eine Nebensternanlage und hier vielleicht auch, oder auch zwischen zwei Standorten von der Firma zu übertragen und so weiter. Was man hier auch noch angenehm sehen kann, ist, wie man so eine einfache statische Rahmenstruktur erzeugt. Bei so einer T1- oder E1-Leitung, da wird synchron übertragen. Da gibt es also hier am Anfang zunächst mal so eine Art Startzeichen, so ein Startbit. Und dann kommen hier die einzelnen 64 Kilobit Kanäle. Hier ist der 1., der 2., der 3., der 6., hier der 12. und hier hinten der 24. Dann kommt wieder dieses Startbit und dann geht es wieder los mit dem ersten Kanal. Und das passt ja gut zu dieser Zeichnung, die wir hier gemacht haben. Weil man darauf AMI betreibt, wird dafür gesorgt, dass es hier innen drin genügend Übergänge gibt. Und wir haben das letztes Mal besprochen. Das kann man zum Beispiel mit diesem B8ZS machen. Oder man kann einfach das niederwertigste Bit, wenn es nötig ist, das niederwertigste Bit in einem Telefongespräch, 8-Bit in einem Sample mal umkippen, von 0 auf eine 1, das hört der Empfänger kaum, das stört ihn kaum. Und diese Technik ist tatsächlich auch verwendet worden. Man hat in diesen Kanälen 22 mal 8-Bit plus 2 mal 7-Bit. In diesem und in diesem Kanal wird ein Bit geklaut für die Signalisierung. Dann kann man von hier nach hier, also von einem Ende zum anderen Ende an der Verbindung beziehungsweise von diesem Kabel irgendwelche Signalisierungsinformationen mit niedriger Datenrate natürlich transportieren. Da wird dann wieder das niederwertigste Bit geklaut, ne, und für die Signalisierung benutzt. Robbed Bit Signaling heißt das auch. Signalisierung mit geklautem Bit.
Insgesamt, wenn Sie es jetzt zusammenzählen, dieses Framebit, die Signalisierung, diese 56 Kilobit Kanäle, dieser 64 Kilobit Kanal, kommt ein 193 Bit Frame raus, 8000 mal 193, wir haben ja diese 8000er Struktur, gibt dann 1,5 Megabit. Insgesamt ergibt sich dann so eine Hierarchie von digitalen Kanälen, zeitgemultiplexten digitalen Kanälen. Hier oben sollte ich vielleicht Kilobit hinschreiben und nicht Megabit. Oder ich muss hier 0,064 schreiben. Das muss ich noch in Ordnung bringen. Also 64 Kilobit, ein Telefonkanal, man nennt das auch DS0. 1,544 Megabit, 24 Kanäle, DS1, die international standardisierte Variante heißt E1 und da hat man dann 30 Telefonkanäle, aber 32 benutzte Kanäle, etwas auch noch für Signalisierung. Das DS2, mehr Telefonkanäle hier und hier, dann noch DS3, Sie sehen so eine komische Rate von 44 Megabit, beziehungsweise beim E3 34 Megabit und das ist auch noch eine recht typische Rate, die man einen Internetanschluss machen kann für eine Firma oder sowas. Dann dieses DS4E bzw. E4 und DS4 als das, na, da werden dann auch wieder mehrere von diesen hier genommen und zusammengemultiplext. Sie sehen Sie hier diese 24, 4x24, 96 und dann wieder ein paar von diesen hier nehmen. Dann kommt man hier hin und so weiter. Also das sind Vielfache voneinander und vielleicht noch ein paar Signalisierungsbits dazu. Diese plesiochronous Digital Hierarchy, das ist bis vor wenigen Jahren das Rückgrat unserer Telefonietechnik gewesen und auch, das wird allmählich ersetzt und auch das Rückgrat der Internetübertragung. Man kann eben diese viele von diesen 64 Kilobit Kanälen zusammenfassen, beziehungsweise so eine ganze E1-Leitung nehmen oder so eine E3-Leitung nehmen und damit einen Internetanschluss herstellen. Wie man es heute macht, darüber möchte ich jetzt auf diesen nächsten Folien hier sprechen, zum Thema digitale Kanäle. Und ich fange diesmal bei den dicken Kanälen an und nicht bei den dünnen. Um mich dann auch, heute gegen Ende der Vorlesung zu den etwas dünneren Kanälen vorzuarbeiten. Ein Aspekt von diesen Telefoniedienst ist, vom ISDN-Telefoniedienst mit diesen 8000 mal 8-Bit-Sample-Übertragung ist, dass das System fast synchron läuft. Die ISDN-Telefone, wenn Sie ein ISDN-Telefon haben, oder auch beim GSM-Mobilfunk, da ist es ja so, dass das Netzwerk nicht irgendwie viele Bytes puffern möchte, sondern was es eigentlich machen möchte, ist, dass es ihre 8-Bit nimmt, durch das Netzwerk überträgt und am anderen Gerät ausgibt. Und dieses andere Gerät, dieses andere Endgerät, das muss dazu denselben Takt haben wie Ihr Telefon. Das heißt, das Netz gibt vor den Takt für alle Endgeräte. Dann braucht man nichts zu puffern. Wenn man etwas puffern müsste, weil der Sender etwas schneller ist als der Empfänger, wenn die einen unterschiedlichen Takt hätten, dann würden ja hier irgendwie am Eingang des Empfängers immer mehr Samples auflaufen über die Zeit und wenn Sie eine halbe Stunde telefonieren, wird das dann vielleicht schon eine ganze Menge werden. Dann würden Sie zusätzliche Verzögerungen haben, vielleicht eine Sekunde oder so, endlich Verzögerungen kommen, auf eine Sekunde Verzögerung kommen bei einem langen Telefonat und oder eine halbe Sekunde, das wäre ja auch schon recht lästig für die Verständigung. Deshalb wird da nirgendwo gepuffert, sondern das wird fast synchron betrieben beim klassischen Netz und bei diesem Sonnet Synchronous Optical Network wird das ganze Netzwerk synchron betrieben.
Das hat eben den Vorteil, dass Sie nirgendwo Telefon-Samples, Bytes irgendwie zwischenpuffern müssen. In Europa wird diese Standardisierung von der ITU verwendet, SDH. In Amerika, das Sonnet ist von Bellcore standardisiert worden, also das Forschungslabor von AT&T, / dem Bell System. Die sind mittlerweile eigentlich, glaube ich, selbstständig. Vorher gab es diese T1-Hierarchie, ne, über die ich schon gesprochen habe, T1 bis T3, 28 mal T1 und so weiter. Die sind einzeln synchron und man nimmt da so mehrere T1-Signale und mischt die zusammen in den Rahmen und dann kommt es nochmal in den Rahmen hinein und so weiter. Dieses Kaskadieren von beim Zusammenstecken mit insbesondere Signalisierung und diesen gemischten Rahmensignalen führt dazu, dass man wieder das Signal komplett demultiplexen muss, um an einen so einen Kanal heranzukommen. Und den muss man also an jeder Vermittlungsstelle das Signal komplett zerlegen, um ja, die entsprechend weiterleiten zu können. Und da muss man die Ströme wieder zusammenfügen. Was man gerne hätte, wäre etwas, das nennt man so ein Add-Drop-Multiplexer, ADM. So ein Add-Drop-Multiplexer, den man sich also so wünscht, da kann man einzelne Kanäle ja, bis auf diese 64 Kilobit transportieren und einzeln hier in diese Rahmen, die hier in diesen Ringen, die verbinden, in dieser Synchronous Digital Hierarchy oder dem Sonnet, einzeln einfügen können, damit die hier auf diesem Ring zirkulieren, diese Rahmen. Und wenn ich hier ein Telefonsignal einfüge, einmal 64 Kilobit, soll der das hier rausnehmen können. Digital Cross Connect ist eine Vermittlung. Dann geht das hier wieder in so einen Add-Drop-Multiplexer rein. Manche haben ihren Add-Drop-Multiplexer eingebaut, bei manchen ist das ein bisschen abgesetzt. Und der steckt es dann wieder irgendwie in den Rahmen rein, sodass es hier oder hier wieder rausgenommen werden kann. Diese Ringe, die diese Add-Drop-Multiplexer in dem SDH verbinden, sind Glasfaserkabel typischerweise. Man nimmt Doppel- oder Vierfachringe. Wenn also ein Bagger zum Beispiel hier das abbeißt, diese Doppelader, dann merken die das natürlich, weil die Synchronisierung verloren geht, das Rahmensignal nicht mehr ankommt, dann machen die hier einen Kurzschluss und hier sozusagen, also das Signal, was hier ankommt, wird hier weitergeleitet, geht dann hier rum und geht hier wieder zurück und man hat wieder einen Ring, diesmal eigentlich keinen doppelten Ring, sondern nur einen einfachen Ring. Wenn Sie einen Vierfachring haben, also hier vier Kreise und der Bagger beißt hier rein, dann können Sie in diesen Dingern immerhin noch zwei Ringe betreiben, indem Sie hier die entsprechenden Verbindungen herstellen. Und wenn der Bagger hier nochmal zubeißt, dann können Sie immerhin hier noch einen Ring machen. Also Störungen, die können auch anderweitig passieren, Erdbeben, Blitzeinschlag, Stromausfall, naja, es gibt immer irgendwas in dieser Sorte. Ne? Und diese redundante Ringstruktur führt eben dazu, dass man zumindest Teile des Netzwerkes noch betreiben kann. Und das ist ja auch schon getestet worden, wenn Erdbeben gerade in den Vereinigten Staaten ist oder ein großer Stromausfall. Die haben ja alle paar Monate mal so ein Blackout in irgendeinem Gebiet. Dann ist das schon gut, wenn man diese Ausfallsicherheit hat. So, diese Add-Drop-Multiplexer, die kann man eigentlich nur verstehen, wenn man das hier, dieses Rahmenformat halbwegs verstanden hat. Beim Sonnet ist das unterste Level dieses STS1. Das entspricht dem, das in der SDH-Standardisierung ist das STM1, das unterste Level dieses Synchronous Transport Signal Level 3. Das wären dann 155 Megabit beim SDH. Ich gehe mal wieder auf die andere Seite, dann kann ich hier die Folie besser sehen beim Erklären. Es ist ein 8000 Hertz synchrones System. Und da sehen Sie wieder, wie diese alte Telefonierate, 8000 mal 8
überall noch durchscheint, wegen der Kompatibilität sozusagen. Also es gibt zum Beispiel 8000 solche STM1-Rahmen pro Sekunde. So ein Rahmen besteht aus konzeptuell, das ist natürlich eigentlich eine lange Bitkette, aber konzeptuell aus 9 Zeilen a 270 Byte. Da sind vorne dran 9 Byte Overhead und dann 261 Byte Nutzlast. Dann kommt hier Overhead, ich könnte auch sagen Steuerinformation, 9 Byte für die Steuerinformation. Dann kommt hier wieder 9 Byte, 9 Byte und so weiter. Das hier vorne ist dann also diese Steuerinformation, 9 mal 9 Byte Steuerinformation und hier hinten 9 mal 261 Byte Nutzlast und das 8000 Mal pro Sekunde. Und jetzt kann man hier drin, die Steuerinformation vorne, die besteht aus Zeigern. Und in dem Zeiger steht drin, hier hinten in der Nutzlast steht an dieser Stelle zum Beispiel so ein E1-Rahmen. In einem von den 8000ern steht dann so ein E1-Rahmen drin. Oder hier steht etwas, eine ATM-Zelle. Man kann da ganz unterschiedliche Sachen reinpacken. Sie können auch IP-Pakete reinpacken. Wenn Sie an so einem AirDrop-Multiplexer ein IP-Paket haben, können Sie sagen, hier, da unten, da geht das IP-Paket los und so weiter. Naja, weil IP-Pakete 1500 Byte groß werden, bräuchte man dann hier 6 bis 7 Zeilen. 6 Zeilen in dieser Nutzlast, 6 komplette Zeilen. Dann wird hier vorne eben da ein Pointer hinstehen und dann käme hier das IP-Paket. Und das IP-Paket ist maximal 1500 Byte groß, typischerweise heute zumindest. Und man könnte sie auch länger haben, aber das macht man kaum noch. Und wir könnten dann hier vorne noch irgendwie ein paar Telefongespräche und sonst was reinpacken. Wenn also jetzt so ein Frame hier an so einem AirDrop-Multiplexer vorbeikommt, dann sieht der hier, da ist der E1-Frame, den nehme ich mir jetzt mal raus. Oder er sieht hier so eine ATM-Zelle, die nehme ich raus. Dann wird der Pointer hier gelöscht und am Ausgang kann er das auch noch mit irgendwas anderem auffüllen, dieser AirDrop-Multiplexer. Hier steht übrigens noch ein bisschen mehr Information, das ist natürlich eine Rahmenkennung wie immer. Da gibt es vielleicht auch noch eine Prüfsumme, Bitfehlertests und so ein Kram. Was es auch gibt, es gibt sogar einen Telefonkanal für das Personal an diesen AirDrop-Multiplexern, dass also hier jemand zu Wartungszwecken mit dem hier telefonieren kann. Die Möglichkeit gibt es auch. Sie können also sagen, hier ein Byte, braucht man natürlich den Pointer, ein Byte ist jetzt dieser Hilfskanal. Was man in diesen Kanälen natürlich nicht, in so einem STM1-Rahmen natürlich nicht veranstalten kann, sind lauter einzelne 64-Bit-Gespräche, ne? Denn dann hätten wir ja das Problem, dass hier vorne diese Information für die Pointer nicht ausreichen würde. Ne? Da haben wir nicht genügend Bytes für die Pointer hier vorne drin, hier hinten in den Nutzlastbereich. Hier steht nochmal das entscheidende Stichwort. Zeige hier drin sind die Zeiger auf diese Virtual Container. Und Sie sehen, dass man hier heterogene Signale reinpacken kann und an den AirDrop-Multiplexern wieder einzeln rausnehmen kann. Ja, danke, danke. Es gibt dann so eine optische Optical Connection Hierarchy. Das STS-1, das habe ich schon erwähnt, das ist die OC-Ebene 1. STS-3, STM-1 und Sie sehen, wie das hier rauf geht. 51 Megabit, 155, 476, 622, hier 2,5 Gigabit in der Hierarchie standardisiert. Und die benutzt man zwischen solchen Vermittlungsstellen, zwischen Cross-Connects und dazwischen, damit man das dann gezielt rausfischen kann, diese AirDrop-Multiplexer. Als nächstes möchte ich noch Ihnen einen kurzen Überblick über die Telefonietechnik des ISDN geben. Das ISDN, das wird noch ein paar Jahre bei uns sein, das
gibt es so seit den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir werden es auch noch ein paar Jahre benutzen. Und dann wird es eigentlich wohl ersetzt werden durch die IP-Telefonie, obwohl das qualitativ wesentlich schlechter ist als die ISDN-Telefonie. Scheint es doch so zu sein, dass die Carrier, weil sie da ein bisschen Geld sparen können, eine qualitativ bessere Technik durchaus ersetzen, was eben ein bisschen billiger ist. Und aus der Reaktion der Kunden auf den Mobilfunk haben die gelernt, die Carrier, dass die Kunden auch mit einer schlechteren Kanalqualität vom Telefon irgendwie einverstanden sind. Und ich meine, dass die Kanalqualität von IP-Telefonie schlechter ist, das liegt in der Natur der Sache begründet, und in einer anderen Vorlesung spreche ich da auch drüber, warum das so sein muss. Ich möchte also hier jetzt am ISDN noch zwei, drei Techniken studieren, die interessant sind, Ihnen erzählen, also nicht ich selber studieren, sondern Sie sind die, die ja studieren sollen, zum Kennenlernen. Ich werde auch noch über die Echokompensation reden, die ich schon immer mal wieder hier im Rahmen der Vorlesung erwähnt hatte. So eine ISDN-Leitung, da gibt es eigentlich zwei standardisierte Anschlüsse. ISDN ist übrigens eine Standardisierung, die praktisch weltweit akzeptiert ist. Eine weltweite Standardisierung, da gibt es dann weiter bei der Signalisierung leichte Unterschiede, aber diese Basis des Telefonsystems ist dann auch international komplett durchstandardisiert, was auch dazu geführt hat, dass das Telefonsystem ziemlich universell verbinden kann. Und man kann eben auf der ganzen Welt Leute ganz natürlich anrufen. Ne? Wenn sie eine Telefonnummer in Argentinien haben, dann können sie die anrufen. Das ist eigentlich ziemlich beeindruckend. Und das geht schon seit 50 Jahren oder noch mehr Jahren. Dieses universell verbindende Netzwerk, das man geschafft hat, sowas zu standardisieren, ist eigentlich ganz eindrucksvoll. Ein weltweites Netzwerk. Die beiden Basis-Interfaces, mit denen man Teilnehmer anschließt, im ISDN, das ist einerseits dieses Basic User Network Interface. Da hat es zwei Nutzkanäle mit 64 Kilobit und einen Signalisierungskanal mit 16 Kilobit. Und wer einen ISDN-Anschluss hat, der weiß auch, dass dass man, die Familie, sagen wir lieber, dass da zwei gleichzeitig telefonieren können. Und wenn Sie am Telefonieren sind, sonst im ISDN-Anschluss und es klingelt an einem anderen Apparat, können Sie auch da hingehen und wenn Sie wollen, können Sie sogar so telefonieren. Also wir haben auf dem Interface hier zwei 64 Kilobit Nutzleitungen und eine 16 Kilobit Signalisierungsleitung. Und hier in der Universität, da haben wir ja 1000 Telefone oder so ähnlich. Da tut es natürlich so eine Leitung nicht, da wollen mehr als zwei Leute gleichzeitig telefonieren. Deshalb gibt es noch einen zweiten Anschluss, das ist der Primary Rate User Network Interface. Da gibt es hier 30 solche Nutzkanäle à 64 Kilobit, also 30 Telefonate gleichzeitig. Wenn man mehr als 30 externe Telefonate gleichzeitig unterstützen will, in der Firma, in der Universität, braucht man zwei oder drei oder mehr von diesen Primary Rate User Network Interface Anschlüssen. Und eine 64 Kilobit Signalisierungsleitung. Auf der 64 Kilobit Signalisierung bzw. 16 Kilobit Signalisierung läuft im Wesentlichen dasselbe Protokoll, mit dem man der Vermittlung sagt, ich möchte jetzt mit der Nummer 4711 in Brand-Erbesdorf telefonieren. Falls es da so eine hat. Die Vermittlungsstelle wird dann schauen, dass sie end-to-end diese Verbindung herstellt und dann kriegen Sie das Audiosignal aus Brand-Erbesdorf und Ihr Audiosignal wird nach Brand-Erbesdorf geschaltet in einem von diesen 64 Kilobit-Kanälen. Die sind übrigens bidirektional, diese 64 Kilobit-Kanäle. Also während Sie sprechen, kann der andere auch sprechen. Das ist beim Telefonieren irgendwie nur teilweise befriedigend. Aber
für Datenübertragung wäre es natürlich schon nützlich. Außerdem hat man einen Rückkanal, der andere kann einen unterbrechen. Dieser 64 Kilobit Kanal, also da gibt es in verschiedenen Varianten, unrestricted, 8 kHz structured, sagt nur, dass wir 8000 Byte pro Sekunde schicken können. Und dass das byteweise im Netzwerk vermittelt wird. Transparent bedeutet, niemand fummelt an den Bits. Das nächste, dieses 64 Kilobit, 8 kHz strukturiert, für Sprache, für Sprachinformation, bedeutet, dass da PCM-Samples übertragen werden. Die sind entweder nach ALOR oder nach MULOR kodiert. ALOR in Europa, MULOR in Amerika und der Rest der Welt hat sich dann, naja, großteils für das ALOR entschieden. Es gibt aber auch ein paar, die MULOR genommen haben. Da braucht man Konverter, damit man das hier konvertieren kann, sonst klingt die Sprache nicht gut. Diese automatische Konvertierung wird dann auf jedes von diesen PCM-Samples, jedes von diesen Bytes da losgelassen, jedes von diesen 8000 Bytes. Das bedeutet, wenn Sie hier Daten schicken würden, würden die gestört. Sie hätten Bitfehler durch diese Konvertierung. Die Sprache kann übrigens auch noch weiter komprimiert werden. Auf einer Teilstrecke können Ihre Samples auch noch auf 16 Kilobit Strom komprimiert werden, sodass man mehr auf der Transatlantikleitung zum Beispiel mehr Telefonate gleichzeitig unterstützen kann auf derselben Leitung. Deshalb geht überhaupt keine hier, Daten gehen grundsätzlich nicht und Fax nur eingeschränkt eventuell. Wenn Sie Fax übertragen wollen, dann brauchen Sie diese nächste, also Modemsignal übertragen wollen, brauchen Sie die nächste Sorte von Kanal, das ist dieses 64 Kilobit, 8 Kilohertz strukturiert für 3,1 Kilohertz Audioinformation. Da wird auch ALOR nach MULOR konvertiert, allerdings ist die Faxmodulation unempfindlich gegen ALOR-MULOR-Konvertierung und weil nicht weiter komprimiert wird, ist das Ganze für Modemsignale geeignet, also Fax insbesondere. Und dann gibt es noch so Kanäle, zwischen denen, bei denen man hin und her schalten kann, zwischen Modi, also von Sprache nach Daten und zurück. Viele Leute implementieren das gar nicht. Was noch interessant ist und was für insbesondere für Videotelefonie interessant geworden ist, ist das Zusammenfassen von mehreren solchen 64 Kilobit Kanälen zu einem Überkanal sozusagen. Sehr beliebt, diese 6x64 Kilobit gibt 384 Kilobit, damit kann man anständig Videotelefonie machen, halbwegs anständig Videotelefonie machen. Das Bild ist nicht besonders groß, das Bild ist nicht besonders schön, Autorennen kann man überhaupt nicht damit übertragen, aber so ein Kopf, der da was spricht oder so ein Oberkörper, bei dem sich die Lippen bewegen und die Augen und so ein bisschen rumzappelt, da geht das schon für meine Vorlesung, weil ich immer die ganze Zeit hier so unterwegs bin, vielleicht schlechter. Das Wichtige ist dabei, dass dieses Signal, das sind ja 6x64 Kilobit, dass es nicht auf unterschiedlichen Pfaden durchs Netzwerk transportiert wird, sondern auf demselben Pfad. Wenn es durchs Netzwerk transportiert würde, auf unterschiedlichen Pfaden, hier haben wir unsere, ich mache es jetzt nochmal mit 3 hin, okay? Wenn die erste Verbindung hier lang geführt werden würde, zum Ziel, und die zweite Verbindung direkt, 2 reicht auch schon, dann würde ja jedes Byte hier, hier ist das erste Byte, hier ist das zweite, hier ist das dritte, hier ist das vierte Byte, unterschiedliche Verzögerungen erfahren. Dann würde also hier dann ankommen, erst das zweite, dann das vierte, dann kommt 1, dann kommt 3, ja, hier sagen wir mal, hier ist in jedem ein Byte Verzögerung drin und dann kommt 6 und 8 und 5 und 7. Die Reihenfolge wäre durcheinander. Und wenn man so einen Kanal anfordert, das geht, das heißt Simultanverbindung,
dann sorgt das Netzwerk dafür, dass der Pfad derselbe ist, dass also genau das hier nicht passiert und dass die hier beide synchron vermittelt werden und die Bytes in der richtigen Reihenfolge ankommen. Phasengleiche Schaltung von diesen mehreren Kanälen, also zum Beispiel 664 Kilobit Kanäle. Das nennt man auch H-Kanal. Und ich habe den 384er, also diesen H-Kanal mit 6x64 Kilobit deshalb herausgehoben, weil es eben die Videokonferenzen dafür gibt. Und dafür gibt es auch eine passende Videokompression, die heißt PX64. Jetzt möchte ich über die ISDN-Schnittstellen, also insbesondere die Schnittstelle, die für so einen Kanal gilt, sprechen, für dieses Basic User Network Interface. Hier rechts das Blaue, das sei das Netzwerk inklusive Vermittlungen und irgendwelchen Kabeln. Hier, dass da die Urschnittstelle ist, so eine typische Schnittstelle. Hier auf der einen Seite eine Vermittlung, auf der anderen Seite ein Benutzerendgerät. Und das hier kann ein paar Kilometer sein. Dann gibt es hier am Ende etwas, das nennt man Network Termination 1. Dann gibt es hier eine Schnittstelle, die heißt T, dann gibt es Network Termination 2, dann gibt es hier eine Schnittstelle, die heißt S. Das ist der S0-Bus zum Beispiel, den man zu Hause hat, über den werde ich gleich noch ein bisschen sprechen. Wenn also das Telefonkabel da bei Ihnen zu Hause aus der Wand rausquillt und Sie haben einen ISDN-Anschluss, dann hängt da noch so eine kleine Box, die heißt NTBA. Network Termination, Basic Rate Access. Und das ist so eine NT2 oder eine NT1 und NT2 in einer Kiste. Warum es dieses Durcheinander gibt, gleich. Und hier an diese S0-Schnittstelle können Sie jetzt Ihre Geräte anschließen. Diese Geräte, ja, die müssen natürlich dieses Interface hier verstehen können, dieses S0-Bus-Interface, aber die können Sie selber kaufen, die muss man auch nicht von der Post kaufen. Diese Postkauferei oder Telekom-Kauferei-Geschichte, das war ja früher sehr verbreitet, war aber auch immer ein Stein des Anstoßes. In Deutschland konnte man irgendwie so bis 1990, ich weiß nicht mehr genau, wann das dann gefallen ist, oder vielleicht 87 oder so, durfte man keine gekauften Telefone anschließen. Man konnte ihn zwar bei Elektronikversendern oder im Amerika-Urlaub kaufen, aber man durfte sie eigentlich nicht anschließen, selbst wenn sie anständig funktioniert hätten. Da musste man immer das von der Post anschließen in den hässlichen Formen und Farben, die es eben gab, beziehungsweise von der Telekom. Erst mit der Deregulierung hat sich das geändert. Beim ISDN ist es gleich so standardisiert geworden, dass Sie hier Geräte TE1, zum Beispiel ein Telefon, oder hier mit einem Terminaladapter irgendein Datengerät, ein PC oder sowas, anschließen konnten. Warum gibt es den NT1, NT2-Kram? Da haben sich die Amerikaner und die Europäer bei der Standardisierung gestritten. Die Amerikaner haben gesagt, die NT soll dem Kunden gehören, der muss sich an dieses Protokoll halten. Die Europäer haben gesagt, die Network Termination gehört dem Netzwerk und die Leute sollen diese Schnittstelle benutzen. Und wie es eben so ist, bei der Standardisierung hat es dann Kompromiss gebraucht. Die NT1 gehört zum Netzwerk, die NT2 kann dem Kunden gehören und gehört auch dem Kunden. Und dann gibt es noch eine zusätzliche Schnittstelle, die T-Schnittstelle, aber das ist eigentlich alles nur administratives Gedöns. Ne? Heutzutage gehört fast allen auch diese NTBA. Ich habe auch mal irgend so ein Schreiben gekriegt von der Telekom vor vielen, vielen Jahren, als ich da auch Kunde war, dass mir jetzt die NTBA, dass sie jetzt mir doch gehört und nicht mehr Ihnen oder so Ähnliches. Und ich habe auch zu Hause irgendwie 3-4 Stück rumliegen, weil, naja, beim Providerwechsel hat man was Neues gekriegt und sonst hat man auch noch was Neues gekriegt. Ich weiß nicht genau, warum ich die rumliegen habe. Vielleicht kann ich die auch einfach mal wegwerfen.
hier jenseits von dieser U-Schnittstelle, das ist ja meistens ein längeres Stück Kupferkabel, da gibt es die Line Termination, da werden solche Sachen gemacht wie Pegelumsetzung, die elektrischen Pegel umgesetzt und da wird auch Stromversorgung für diese Geräte geliefert und für maximal eines von diesen Endgeräten. Wenn Sie zu Hause Stromausfall haben und die richtigen Endgeräte haben, das richtige Telefon, dann sollte zumindest eines von diesen Telefonen noch funktionieren. Und Sie haben hier eine Stromversorgung, ich glaube, von einer Leistung von 50 mA oder sowas Ähnliches, durchaus zur Verfügung, mit der man noch ein Telefon betreiben kann. Also hier Stromversorgung und Kurzschlusssicherung. Wenn Sie dieses Kabel hier nehmen und der Bagger beißt rein oder Sie fummeln da zu Hause an Ihrer Leitung, machen aus Versehen einen Kurzschluss, dann möchten wir nicht, dass die Exchange kaputt geht, die Vermittlung kaputt geht, das Koppelfeld kaputt geht, sondern da gibt es hier eine elektronische Sicherung, die dann auch nach ein paar Sekunden wieder zurückschaltet. Und wenn die Sicherung irgendwie 5 oder 10 Mal ausgelöst wird, dann geht da irgendein Alarm an in der Vermittlung, damit sich jemand drum kümmert. Über Exchange kann man dann auch zum späteren Zeitpunkt noch was sagen zum eigentlichen Koppelfeld. Hier möchte ich ja über Kanäle und über die logische Struktur auf so einem Anschlusskanal berichten. Dieser Netzwerkanschluss, die NT, bekommt hier diese zweiadrige U-Schnittstelle, zum Beispiel UK0, K steht für Kompensation, Echo Compensation. Sie wandeln das um in eine vieradrige Schnittstelle. Und das ist das, was Sie zu Hause beim ISDN-Anschluss verlegt haben. Und da können Sie bis zu 8 Endgeräte anschließen. Klassisch war es ursprünglich gedacht bei der Standardisierung, dass Sie 1, 2, 3, 4, 5 Telefone haben und vielleicht noch einen Telefax und hier so ein, das sieht jetzt aus wie ein Dinosaurier, der Apparat, so ein Teletext. Schreibmaschine, so in Büros oder so ähnlich. Das war mal eine Zeit lang die Art, wie man quasi E-Mails schicken konnte. Da hat man das eingetippt. Hier gab es auch einen kleinen Bildschirm dran. Und wenn der Brief fertig war, hat man abgeschickt. Und der andere, der konnte auch Briefe einem schicken und die wurden dann hier ausgedruckt. Also sozusagen eine Reminiszenz. Der Dienst war tatsächlich sogar mal eine Zeit lang ganz beliebt. Heutzutage aber im ISDN Telefongeräte und vielleicht noch einen Fax. Gerade in Büros ist das nach wie vor weit verbreitet und wird auch noch eine ganze Weile lang so bleiben. Der S0-Bus, der ist gebaut für relativ kurze Anschlussdistanzen. Zum Beispiel für 200 Meter. 200 Meter hört sich wie eine ganze Menge an, aber selbst eine normale Hausverkabelung in einem Einfamilienhaus, da kommen schon mal, wenn Sie diese ganzen Kabelkanäle entlang gehen, und das ist ja, Sie haben ja diese 4 Adern an einem Bus, wenn Sie da in jedem Zimmer vorbei wollen mit diesem Bus, kommen da schon 50 oder 100 Meter zusammen, selbst in einem kleinen Häuschen. Um da aus dem Keller rauf ins Erdgeschoss, dann durchs Erdgeschoss durch und irgendwo wieder hoch ins erste Obergeschoss und vielleicht noch zum Telefon im Speicher. Da können wir also 8 solche Telefone anschließen. Hier ist die NT, maximal 8 Telefone anschließen oder Geräte. Und am Ende hat es noch Line Termination, hier auch. Und da braucht es so ein 100 Ohm Widerstand. Und wenn Sie den nicht drin haben, dann geht es tatsächlich nicht. Das habe ich auch schon experimentell herausgefunden. Ich meine, ich wusste es, aber ich habe es dann irgendwann dann auch nochmal ausprobieren müssen. Eine andere Konfiguration ist, dass Sie 500 Meter Distanz haben von der T bis zu den Geräten. Da müssen die Geräte eigentlich dürfen nicht weiter als 50 Meter auseinander stehen. Oder Sie haben nur ein einziges Gerät angeschlossen und hat man bis zu 1000 Meter zur Verfügung. In diesem vieradrigen zwei von den Adern downstream. Die 2x64 Kilobit empfangen das Telefoniesignal, kommen also auf den und die zu sendenden
Telefoniesignale auf denen und die Verkabelung muss schon halbwegs stimmen, damit das natürlich klappt. Damit diese hier den Mehrfachzugriff hinkriegen, denn es will ja mal der telefonieren und vielleicht hebt der gleichzeitig ab und will auch telefonieren, braucht es hier noch eine kleine Zusatzfunktion, dass die Signalisierungsbits, die hier geschickt werden, hierhin gespiegelt werden. Und das kann man auf dieser Folie besichtigen. Wir haben also zwei 64-Kilobit-Kanäle, die wir in diesen Frames, die da geschickt werden, übertragen müssen. Also mehr Telefoniebetrieb, dass zwei Leute gleichzeitig telefonieren können zu Hause. Und außerdem braucht man noch einen weiteren Kanal, über den ich auch schon gesprochen habe. Wir haben ja hier dieses Bildchen gesehen, 16 Kilobit Signalisierungskanal, 2x64 Kilobit Nutzkanal. Und dann braucht man noch ein bisschen Zeug drumherum und das habe ich hier in dieser Zeichnung mal versucht aufzuzeichnen. Da gibt es als erstes, schauen wir mal das Downstream an, ich komme wieder auf die andere Seite rüber. Da gibt es als erstes mal im Downstream, also die Frames, die sind 48 Bit lang und es gibt 4000 von denen. Also so ein Frame ist 250 Mikrosekunden lang. In diesen 250 Mikrosekunden brauchen wir ja 2 Byte für den B1-Kanal und 2 Byte für den B2-Kanal. Wir haben ja pro Kanal 8000 mal 8 Bit. Wenn wir nur 4000 Frames haben, brauchen wir natürlich 4 Byte, 2 für den B1-Kanal und 2 für den B2-Kanal. Das sind Downstream zu den Endgeräten, die 8 Bit vom B1-Kanal, nochmal 8 Bit vom B1-Kanal, 8 Bit vom B2 und nochmal 8 Bit vom B2-Kanal. Ich habe gesagt, Vollduplex brauchen wir also Upstream auch nochmal. B1, B2, B1, B2. Als erstes wird immer so eine Rahmenkennung geschickt. Dann gibt es ein Bit, in dem man DC-Ausgleich macht. Dann kommen diese 8 Bits und die Geräte zählen mit für den DC-Ausgleich. Dann kommt etwas, das ist das D-Kanal-Echo, das muss ich gleich erzählen. Dann kommt hier ein Aktivierungsbit, das braucht man, wenn man ein Telefon einsteckt oder den Telefonhörer abhebt. Normalerweise ist die Leitung im Stromsparzustand, aber wenn man das Telefon tatsächlich abhebt, dann muss das aktiviert werden aus dem Stromsparzustand rauskommen in den aktiven Zustand und das dauert auch nochmal ein paar Millisekunden. Und dann gibt es hier dieses rosa, ne? Das ist der D-Kanal, eins von den D-Kanal-Bits. Hier haben wir 1, hier haben wir 2, hier haben wir 3, hier haben wir 4, 4000 mal 4 sind 16 Kilobit. Passt. Und das D-Kanal-Echo-Bit, das ist hier, das sind auch 4 mal 4000, auch 16 Kilobit und das Echo, da muss man gleich noch sprechen. Also, die Vermittlung sagt Ihnen im D-Kanal, hier drin, hier drin, hier drin und hier drin, sagt dem Endgerät, für dein Telefonat habe ich jetzt den B2-Kanal vorgesehen. Da muss das Endgerät jeweils diese 8-Bit und jeweils diese 8-Bit nehmen und abspielen im Hörer. Weil es der B2-Kanal ist, den uns die Vermittlung zugewiesen hat, wird das Mikrofonsignal natürlich konvertiert in ALAW und zur NT hin, hier hingesteckt und hier hingesteckt. Jedes Endgerät muss also nach dem Startbit mitzählen. Beim Startbit geht der Zähler los. Bit 0, uninteressant. Bit 1, auch nicht interessant. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt muss ich anfangen, die 8-Bit rauszuschiften vor meinem Audiosignal. Dann habe ich wieder ein bisschen Ruhe und dann muss ich hier nochmal die nächsten 8-Bit rausschiften. Dann ist hier zu Ende und die Rahmenkennung geht los und mein Zähler geht auch wieder los und man zählt damit. Man zählt damit, da gibt es spezielle Chips, Übertragungschips für diesen S0-Kanal, die man in sein ISDN-Endgerät einbaut, die das tun. Die sind mittlerweile auch ganz billig geworden. Ich habe mal eine ISDN-Karte gebaut, so 1990, eine kommerzielle für einen PC und da haben diese Chips noch in 10.000er Stückzahlen irgendwie
ein, zwei Dollar gekostet. So die Größenordnung. Vielleicht $3, ich weiß gar nicht mehr genau. Insgesamt war das eine Herstellungskosten von, ich glaube, $60 für diese Platine, die wir da hatten. Mit den Chips drauf, fertig bestückt und alles. Und da waren dann 3, 4 große Chips drauf und noch ein paar kleinere und die Platine natürlich. Die grauen, die sind mit den Fragezeichen drin, sind reserviert für zukünftigen Gebrauch. Die anderen grauen sind für den DC-Ausgleich. In diesem D-Kanal, da wird einerseits signalisiert und andererseits kann man auch noch, ja, hier steht behelfsmäßiger Datenverkehr, sowas wie eine SMS übertragen. Und tatsächlich war es auch mal geplant, dass es sowas auch im normalen Telefondienst gibt. Sowas wie einen SMS-Dienst. Behelfsmäßiger Datenverkehr steht da. Und das gilt ja auch für SMS. Behelfsmäßiger Textverkehr. Das ist trotzdem sehr beliebt geworden. Netto-Datenrate ist also 144 Kilobit, 2x 64 plus 16 Kilobit und das Vollduplex mit dem Zeug, was es so gibt, so das Graue und dieses D-Kanal-Echo, wären es 192 Kilobit und für die Rahmenbildung. Und jetzt komme ich noch zu dieser D-Kanal-Geschichte. Da steht hier kollisionsfreie Zugriffsregelung für den D-Kanal mit Echo-Bits. Über CSMA/CD werden wir noch ein bisschen sprechen, an anderer Stelle. Aber anders als beim CSMA/CD gehen hier keine Frames kaputt, weil das ein, sagen wir mal, gemanagtes Environment ist. Was passiert ist, ist, dass jedes Gerät in diesem Echo-Kanal zuhört. Wenn hier ein Bit gesendet wird von den Endgeräten, von einem der 8, dann schreiben die ihre Bits da einfach mal rein. Die NT, die nimmt diese D-Kanal-Bits und steckt die in den Echo-Kanal rein. Also dieses Bit, das kommt natürlich bei der NT an und wird von der NT in den Echo-Kanal reingesteckt. Jetzt kann das Gerät, das das abgeschickt hat, das Bit, zuhören, was denn da zurückkommt. Und es weiß, ein paar Bits später kommt das Echo-Bit. Das kannst du anschauen. Ich habe eine 1 gesendet, kommt dann eine 1 zurück. Okay, dann kann ich ja mal weitermachen. Ich schicke eine 0, kommt da eine 0 zurück? Nö, da kommt eine 1 zurück. Och, da ist ja wohl jemand anders auch noch am Arbeiten. Ich gebe auf. Weil sich, ich glaube, es setzen sich tatsächlich die 0-Bits gegenüber die 1-Bits durch. Habe ich das hier notiert? 0-Bits stärker als 1-Bits. Wenn ich also eine 1 schicke und es kommt eine 1 zurück, ist gut. Wenn ich eine 1 schicke und es kommt eine 0 zurück, weiß ich, dass jemand anders stärker war. Der andere, der die 0 geschickt hat, sieht die 0 zurückkommen und freut sich, dass ja alles noch okay ist. Also es hat sich einer durchgesetzt, der andere gibt auf. Der korrekte Zugriff auf den D-Kanal ist also, man hört in den Echo-Kanal hinein und wenn man keinen Rahmen erkennt, über die Rahmen sprechen wir dann später noch beim HDLC, dann weiß man, dass gerade keiner sendet und dann versucht man es mal. Die anderen sitzen natürlich aber auch auf der Lauer und sehen keinen Rahmen, ich schicke auch. Und am Anfang vom Rahmen steht immer die Adresse vom Endgerät. Die Senderadresse. Und weil die unterschiedliche Adressen haben, ist sichergestellt, dass nach ein paar Bits, spätestens nach ein paar Bits, mal statt einer 0 eine 1 kommt. Bei einem, einer schickt eine 1, der andere schickt eine 0, der mit dem Nuller setzt sich durch. Der den 1er geschickt hat, sieht im Echo-Kanal, da kommt eine 0, ich habe meine 1 geschickt, okay, ich gebe auf. Auf weiterer Ebene oben drüber im Protokoll wird noch für Fairness gesorgt, dass einer nicht die ganze Zeit was senden kann. Und so kommen alle zu der Signalisierung, wir haben einen kollisionsfreien Zugriff darauf. Weil die Adressfelder im Rahmen unterschiedlich sind, setzt sich einer durch, weil er früher eine 0 hat. Also weil er eine andere Adresse hat. Und im Echo-Kanal kontrolliert man, ob das Empfangssignal gleich dem Sendesignal war. Wenn nein, dann sofort aufhören. Und auf diese Weise kommt das Paket dessen, der gewonnen hat, durch. Und der verloren hat, der ist später dran. Damit möchte ich mich für heute verabschieden und wir machen nächsten Montag weiter mit technischer Informatik.
Auf Wiederschauen.